Moin Moin zusammen. Wir warten noch kurz ein paar Sekunden. Wir sehen, dass noch viele neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer reinkommen. Dann starten wir. Sehr cool. Die Teilnehmerzahl stabilisiert sich. Ich würde sagen, wir legen los. Herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar von Svenja und mir zu dem Thema Selbstständig machen im Nebenerwerb. Und wir machen das alles ganz locker heute. Svenja und ich stellen uns gleich einmal vor. Und dann stelle ich Svenja gleich einige Fragen dazu, wie man das am besten macht und so weiter. Denn Svenja ist Gründercoachin, aber das wird sie gleich alles noch selber erzählen. Wir haben auch dabei Tim, der im Hintergrund aktiv ist für uns und Q&A bearbeiten wird. Das heißt also, ihr könnt jederzeit eure Fragen auch in den Chat tun. Und Tim wird die beantworten. Wir machen aber auch am Ende nochmal eine dedizierte Q&A-Session. Das heißt, ihr könnt sie auch dann stellen und dann beantworten wir sie live hier im Webinar. Wir zeigen dieses Video auf. Wir stellen das später noch auf unseren Kanälen zur Verfügung. Das heißt also, ihr könnt auch jederzeit dann nochmal zurückgehen und euch die Aufzeichnung angucken. Überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr euch jetzt voll auf den Inhalt konzentrieren. Svenja, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, mega gerne. Erstmal auch ein liebes Hallo von mir und ich hoffe, ihr habt euch alle gemütlich gemacht und bei euch ist ähnliches graues Wetter wie hier bei mir in Bonn. Kurz zu mir, ich bin Svenja. Ich bin, wie Matze gerade schon gesagt hat, Gründungs- und Unternehmensberaterin, habe zudem noch eine Plattform entwickelt, ein digitales Ökosystem für Gründerinnen, das WHOIN heißt. Und das Female Founders Festival ins Leben gerufen, um Gründerinnen miteinander zu vernetzen. Keine Sorge, heute geht es nicht nur um Gründerinnen. Also hier ist bitte jeder angesprochen heute. Und ja, ich freue mich darauf, mit euch zumindest einen Teil meines Nachmittags zu verbringen. Ja, sehr cool. Und ich bin Matthias, alle nennen mich Matze. Ich bin einer der Gründer und CEO von Jimdo. Jimdo bietet oder ist eigentlich ein Webseitenbaukasten oder als Webseitenbaukasten gestartet. Mittlerweile haben wir uns voll und ganz auf die Gruppe der Selbstständigen konzentriert. Und da bieten wir nicht mehr nur die Webseite an, sondern auch sowas wie Rechtstexte, ein Buchungssystem, einen Online-Shop, dass man bei Google gut gefunden wird und so weiter und so fort. Also richtig viele Sachen, damit man das meiste aus seinem Netzauftritt rausholen kann. Und wir beschäftigen uns einfach sehr, sehr viel mit dem Thema Selbstständigkeit. Und wir finden, dass Selbstständige einfach ganz großartige Menschen sind, denn die haben Mut bewiesen, was selber in die Hand zu nehmen und ihr eigenes Leben so zu gestalten, wie sie das tun wollen. Und Svenja und ich, wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt und arbeiten sehr gerne zusammen. Und ein Thema, das uns beide treibt, ist, dass wir der Meinung sind, dass das Gründen im Nebenerwerb echt eine gute Möglichkeit ist. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute dieses Webinar zusammen für euch zu machen. Und wir würden gerne einsteigen mit einer Frage an euch, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Wer von euch ist denn schon selbstständig oder hat schon gegründet? Dafür haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, die Greg jetzt gleich einmal einblendet. Ja, sorry, die Frage, warum möchtet ihr euch selbstständig machen? Die ist auch super. Okay, ihr seid fleißig dabei. Das ist sehr gut. Wir haben zur Auswahl Freiheit, Autonomie, Selbstverwirklichung, etwas Bedeutungsvolles schaffen, finanzielles Potenzial, persönliches Wachstum und Arbeitsplatzbeschaffung. Und die sind relativ gleich verteilt. Die Selbstverwirklichung ist an Platz Nummer 1. Svenja, ist das was, was du häufig auch siehst? Definitiv. Also das ja, trifft genau meine Erfahrungen, beziehungsweise aus meinen
Befragungen von meinen Gründer und Gründerinnen tatsächlich das Ergebnis schon echt richtig gut wider. Selbstverwirklichung und Arbeitsplatzbeschaffung kommt bei mir tatsächlich auch eher weniger vor, sodass die Selbstverwirklichung etwas Bedeutungsvolles schaffen und bei mir ist auch ganz häufig so, dass es der Ausgleich ist, ne? Also tatsächlich zu sagen, okay, ich habe hier einen Vollzeitjob, mit dem ich mein Geld verdiene und möchte aber nebenbei mir noch irgendwas aufbauen, was so ein bisschen so den Ausgleich in meinen Alltag bringt. Das kommt auch nochmal, das hatten wir jetzt hier nicht mit abgefragt, aber das ist auch etwas, was relativ häufig genannt wird. Ja, cool. Auf die Vorteile zum Nebenerwerb gehen wir auch nochmal speziell nachher nochmal ein bisschen stärker ein. Da werden wir das Thema auf jeden Fall nochmal wieder auffassen. Aber vielleicht könnt ihr dann doch nochmal kurz in den Chat auch reinschreiben, ob ihr schon gestartet habt oder ob ihr gerade überlegt zu starten. Das wäre für uns total hilfreich. Dann können wir unsere Fragen und Antworten ein bisschen besser anpassen. Also gerne ab in den Chat. Habt ihr schon gegründet? Ja oder nein? Und in welcher Phase befindet ihr euch? Bianca sagt, möchte endlich starten, überlege, bereits gegründet. Okay, auch einmal nebenbei selbstständig seit 12 Jahren, leider noch kein Durchbruch. Okay, gut zu wissen, da gehen wir auch nochmal drauf ein. Okay, bereits gegründet, allerdings noch Startschwierigkeiten. Ja, perfekt. Also alle entweder kurz davor oder dabei und ein paar sind auch schon ein bisschen länger dabei. Das ist total hilfreich. Herzlichen Dank dafür. Genau. Aber gehen wir doch erstmal, vielleicht fangen wir nochmal mit der Frage eigentlich wirklich an, Svenja. Warum sollte man sich eigentlich heutzutage selbstständig machen? Warum ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Warum? Also ganz, ganz blöd in die Tüte gesprochen ist es so, dass die deutsche Wirtschaft Gründungen benötigt, ne? Also wenn wir jetzt einfach mal auf die Zahlen gucken, wie viele Gründungen wir in Deutschland haben, ist es einfach so, dass wir über eine Prozent von aktuell 1,11% aller Erwerbstätigen sprechen, die bisher gegründet haben. Ja, und das ist in absoluten Zahlen sind das, ich habe es mir aufgeschrieben, 568.000, die 2023 gegründet haben. Davon im Vollerwerb 205.000 und im Nebenerwerb 336.000. Also ein ganzes Stückchen mehr. Und daran erkennen wir ja auch einfach, ne, dass die Gründung im Nebenerwerb eine sehr, sehr, sehr spannende und lukrative Möglichkeit ist zu gründen. Und das ist was, was in den letzten Jahren auch immer wieder stetig gesteigert wurde. Wir haben jetzt da im Vergleich zu 22 ein Plus von 11%, wobei die Vollerwerbsgründungen, die gehen zurück, ne? Also da waren wie knapp minus 8, 9%, dass es zurückgegangen ist. Und das hat einfach den Grund, dass es natürlich eine Form sicherer ist, erstmal in Nebenerwerb, ne, zu gründen und zu schauen, wie funktioniert das Ganze und sich auszuprobieren. Wie wir eben gesehen haben, sich selbst zu verwirklichen, um es auszuprobieren, um die Freiheit zu genießen. Und ganz, ganz, ganz ehrlich, auch natürlich ein finanzieller Anreiz, ne? Also sich zum Vollerwerb noch einen Nebenerwerb aufzubauen und auch hier nochmal weiterhin Einkünfte zu erzielen. Ja, ist einfach sehr lukrativ. Und bei manchen muss man es ja auch ganz ehrlich sagen, auch einfach irgendwie nötig, ne? Die sagen, boah, ich muss irgendwie noch was dazu verdienen, möchte keine zweite Volleinstellung oder ein Minijob, sondern mache halt irgendwie das, was worauf ich wirklich Bock habe. Und deswegen kommen dann genau solche Gründungen zustande. Ja, mega. Macht total viel Sinn und sehe ich auch genauso. Ein großer Vorteil, den ich auch immer noch sehe, das ist jetzt nicht ganz speziell für die Nebenerwerbsgründung, aber für Gründen, für Gründungen per se, ist, dass es sehr familienfreundlich ist, was man erstmal gar nicht so auf dem Zettel hat. Aber de facto ist man tatsächlich natürlich frei in seiner Zeit, über seine Zeiteinteilung zu entscheiden. Und bei uns ist auch so, sowohl meine Frau auch als ich, und wir haben zwei Kinder, sind selbstständig und macht es für uns deutlich einfacher, damit einfach gut umzugehen. Das ist einfach ein Thema, das ich auch immer wieder höre, was ich glaube, was viele nicht so richtig auf dem Zettel haben. Das ist eigentlich per se, also es ist natürlich viel Arbeit, aber die Einteilung der Arbeitszeit ist ein ganz großer Plus. Was glaubst du denn? Du hast schon ein bisschen angerissen, aber warum ist die warum ist aus deiner Sicht die jetzt vergesse ich schon das Wort, Erwerbsgründung. Nebenerwerbsselbstständigkeit, ja genau, so vorteilhaft? Oder warum kann das Sinn machen? Also gibt's viele Gründe, ne? Zum einen ist es natürlich, sich wirklich zu testen und das Geschäftsmodell zu testen. Und das ist tatsächlich für mich auch einer der wichtigsten Gründe.
was ich auch immer wieder meinen Gründer und Gründerinnen irgendwie sage, tatsächlich, also das Geschäftsmodell muss einfach stimmen und dem geht einfach einher, tatsächlich das Bedürfnis besser kennenzulernen. Also, ne, ich sage ja immer, kein Bedürfnis, keine Kunden, keine Kunden, kein Umsatz, kannst den Laden wieder zumachen. Das ist die logische Reihenfolge. Und wir können jetzt alle auch nicht tatsächlich, wir haben alle nicht das Budget und die Ressourcen, riesengroße Marktumfragen zu machen. Aber wenn ich eine Idee habe und ich kriege schon irgendwie mit, tatsächlich in meinem Umfeld oder bei Netzwerktreffen, hey, für mein Angebot gibt es einen Markt und ich kann es einfach mal testen, ohne, ich sage jetzt auch wieder, diese Sicherheit aufzugeben von einer Vollzeitanstellung. Ja, ich sehe einfach, funktioniert es? Kann ich mir einen Kundenstamm aufbauen? Wie geht es voran? Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also, das ist für mich Vorteil Nummer eins. Ganz Da kommen wir häufig gleich ist es so, nochmal, ja. warte, ich bin noch einmal ganz kurz eingehakt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, vor allen Dingen für diejenigen, die gerade geschrieben haben, dass sie Startschwierigkeiten haben, weil ich gehe mal davon aus, dass es da wirklich darum geht, nicht auf die, also keine Kunden zu bekommen oder ja, nicht genügend Kunden zu bekommen. Also da sprechen wir nachher nochmal drüber. Genau. Vergessen wir nicht. Vergessen wir nicht, genau. Zweiter wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass man ganz, ganz, ganz viele Nebenerwerbsgründungen tatsächlich ja ohne großes Invest starten kann, ne? Also es bedeutet ganz viele freiberufliche Tätigkeiten, wobei wir da natürlich aufpassen müssen, ist es freiberuflich oder ist es Gewerbe? Auch habe ich eben, wie gesehen, Online-Shop und solche Geschichten. Klar, ihr müsst Waren einkaufen, die ihr weiter verkaufen müsst. Aber ihr könnt das alles Step by Step machen, ne? Also ihr könnt tatsächlich erstmal sagen, ich mache ein kleines Invest, ja, von einer Ressource, von Rücklagen, die ihr gebildet habt, die ihr irgendwie einsetzt und könnt es auch da wieder testen. Also ihr müsst jetzt nicht direkt voll in die Risiken gehen, direkt da irgendwie schauen, dass ihr in Vollzeit tatsächlich euer Leben gestaltet und das ist einfach ein Riesenvorteil. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass wenn ihr erstmal im Nebenerwerb startet, und es testet und ihr merkt, es funktioniert total gut, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, so, und jetzt mache ich es in Vollzeit. Also ihr nehmt es als Sprungbrett, um dann zu sagen, okay, jetzt habe ich hier einmal mein Fundament aufgebaut, kündige jetzt meinen Vollzeitjob, weil ich feststelle, okay, ich brauche doch ein bisschen mehr Zeit und das funktioniert auf jeden Fall, nimmt man es als Sprungbrett, um danach tatsächlich voll durchzustarten. Und natürlich, es gibt immer wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, es funktioniert nicht, ja, ich schließe mein Gewerbe oder beende meine freiberufliche Tätigkeit und gehe dann irgendwie doch hundertprozentig wieder nur in die Vollzeiteinstellung, beziehungsweise beende es einfach, wenn ich eh die ganze Zeit in der Vollzeitanstellung bin und mache mein Ding so weiter. Da ist jetzt kein Riesenrisiko dabei, ne? Sowas wieder zu schließen und wieder zurückzugehen, weil ihr habt ja nun mal einfach die feste Stelle noch. Es ist übrigens auch total interessant, das wissen, glaube ich, viele einfach gar nicht. In Deutschland ist es gesetzlich so geregelt, dass man als Arbeitnehmer seine Stundenzahl im Prinzip selber festlegen kann. Also du kannst jederzeit sagen, ich reduziere jetzt von 40 Stunden auf 30 Stunden und der Arbeitgeber kann eigentlich nichts dagegen sagen. Das heißt, die Flexibilität ist eigentlich schon eingebaut. Kann ich euch auch als Arbeitgeber sagen, das ist so, haben wir nämlich häufiger und machen wir natürlich dann auch gerne. Aber das ist was, was ihr halt auch selbst, wenn ihr sagt, okay, es funktioniert nicht, könntet ihr im Prinzip selber dann auch entscheiden, dass ihr wieder mehr arbeiten wollt. Genau. An dieser Stelle, ich würde total gerne aber auch noch so ein bisschen die Nachteile der nebenberuflichen Gründung irgendwie aufzeigen, weil die dürfen wir jetzt nicht an der Stelle vergessen und sagen, hey, das ist alles total cool und macht das bitte. Zum einen ist es natürlich die absolute Doppelbelastung. Ne? Ihr kümmert euch einfach um zwei Jobs. Und das ist das, wovor ich auch immer ja nicht warne, aber auch da solltet ihr natürlich nicht einen 40-Stunden-Job machen und danach nochmal, keine Ahnung, wie viele Stunden in eure nebenberufliche Tätigkeit stecken. Erstmal geht eure Freizeit verloren, auf die kann man eine Zeit lang verzichten. Nichtsdestotrotz müsst auch ihr eure Batterien wieder aufladen und in zwei Jobs Vollgas zu geben, funktioniert nicht. Bedeutet gleichermaßen natürlich auch, solange ihr zwei Jobs habt, habt ihr natürlich auch zweimal einen Fokus, auf den ihr setzt. Ne? Einmal auf dieses Angestelltenverhältnis, aber einmal auch auf eure Selbstständigkeit. Und ihr macht beides dann nicht mehr 100%. Ne? Das ist, ich sag jetzt mal, wenn man eine Festanstellung hat, die routiniert ist und die macht man schon jahrelang und muss sich da nicht ständig irgendwie reinarbeiten, mag das vielleicht ganz gut funktionieren. Trotzdem verliert er, ja, oder verliert, darf man nicht vergessen, dass einfach auch Zeit verloren geht, die ihr im Angestelltenverhältnis seid und die ihr nicht mit eurem Business verbringt. An der Stelle muss ich auch immer sagen, Arbeitszeitgesetz, hey, ihr dürft auch gar nicht so viel arbeiten.
Was ihr natürlich hinter verschlossenen Türen macht, das ja, kann keiner beurteilen. Aber es ist einfach so, dass ihr bitte auf eure Ressourcen achten müsst. Ist natürlich auch so, dass es steuerliche und rechtliche Komplexitäten gibt, ne? Also auch darauf müsst ihr irgendwie achten, sage ich gleich nochmal was zu. Und ich habe jetzt auch schon von der einen oder anderen Gründerin beziehungsweise von dem einen oder anderen Gründer gehört, dass es auch manchmal eine geringere Anerkennung bekommt. Ich sehe das jetzt nicht so, aber auch da kommt manchmal schon so der Satz, ja, du machst das ja nur im Nebenerwerb, mach das doch bestimmt ein Hobby, mit dem du so ein bisschen Geld verdienst. Kenne ich selber auch solche Sätze. Ich sehe es wirklich nicht so, aber es ist einfach so, dass es bei manchen der Gesellschaft so gesehen wird und ja, Ja, kann ich schon glaube, mal vorkommen und ja. das Wichtige ist, glaube ich, darauf dann einfach emotional darauf vorbereitet zu sein, ne? Dass das passieren kann und dass man da sich selber gegen wappnet und sagt, so, okay, ist mir an der Stelle auch einfach ein bisschen egal, weil ich weiß, wofür ich es mache und warum ich es mache. Genau, das war perfekt gesagt, emotional darauf vorzubereiten. Und der letzte negative Aspekt ist natürlich, dass ihr auch natürlich ein langsameres Wachstum habt, ne, mit dem Business. Muss nicht sein, kann aber einfach passieren, weil ihr euch nicht hundertprozentig drauf fokussiert. Auch das ist vollkommen okay. Auch das, sag ich mal so, ne, lasst es so langsam wachsen, wie es für euch sich gut anfühlt. Wenn es dann wie Startschwierigkeiten gibt, wie wir eben gelesen haben, klar, muss man gucken, woran es liegt. Aber wir müssen jetzt auch nicht alle irgendwie das nächste Unicorn schaffen und direkt von 0 auf 100. Langsames Wachstum ist auch okay. Aber das muss einem irgendwie schon bewusst sein, dass man da einfach ein bisschen langsamer wächst und darauf sich auch einfach einstellt. Genau. Dann gibt es ja auch ein paar Businesses, wo es auch nicht wirklich eine Option ist, im Nebenerwerb zu starten. Ne? Kannst du vielleicht mal positiv formuliert mal sagen, für welche Formen von Business Nebenerwerb zum Beispiel gut geeignet ist? Ja, also ganz, ganz klar sind es natürlich die freiberuflichen Tätigkeiten. Dazu zähle ich jetzt mal keine Ärzte und Autoren oder ähnliches, aber es sind natürlich Beratungen, Coaches. Da auch immer darauf achten, ob das Finanzamt das alles so durchwinkt, bitte, dass es freiberuflich ist. E-Commerce, also sich einen Online-Shop aufzubauen oder tatsächlich irgendwelche Bücher zu verfassen, die zu verkaufen. Also all das, wo ihr vielleicht auch kein Ladenlokal für braucht, ne? Also tatsächlich im Ladenlokal irgendwie nur 2 Tage die Woche erreichbar zu sein, ist jetzt auch nicht zwingend das Beste, was ihr machen könnt. Oder eine Bäckerei zu haben oder im Handwerk zu sagen, hey, ich bin irgendwie nur 2 Tage da, das halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Aber alles das, wo ihr tatsächlich auch sagt, okay, hier bin ich flexibel, hier kann ich von überall antworten, von überall arbeiten, das sind die, die sich natürlich mega für eine nebenberufliche Tätigkeit anbieten. Heißt, ihr seid nicht nur frei in der Zeiteinteilung, sondern auch frei vom Ort. Und die bieten sich wunderbar für eine nebenberufliche Gründung an. Super. Und jetzt sagen wir mal, okay, ich finde das eigentlich ganz cool. Ich habe auch so eine Idee. Wie fange ich denn ganz konkret an? Also das Allerwichtigste, und darauf muss ich wirklich hinweisen, weil ganz viele vergessen das. Ihr müsst als allererstes mit eurem Arbeitgeber sprechen. Und ihr müsst eurem Arbeitgeber bitte von eurem Vorhaben erzählen und auch an dieser Stelle bitte einmal schriftlich bestätigen lassen, dass ihr genau diese Tätigkeit nebenberuflich ausüben könnt. Ganz häufig ist es so, dass in Verträgen festgesetzt ist, dass sowas genehmigungspflichtig ist. Auch wenn es nicht vertraglich festgelegt ist und der Arbeitgeber findet das raus und findet es nicht so toll, kann euch das echt auf die Füße fallen. Von daher Schritt Nummer 1, da bitte ein schriftliches Okay abzuholen. Ist auch einfach Fair Play, ne? Also finde ich, gehört einfach dazu. Und ich habe schon zu vielen gehört, die da auch totale Unterstützung erfahren haben. Und weil Arbeitgeber ist ja meistens auch selbstständig und es also auf der Ebene vielleicht auch gut klappen kann. Definitiv, das sowieso. Und ich sage jetzt mal, ihr solltet dann nicht clevererweise in der gleichen Branche unterwegs sein, im gleichen Gewerb, dann könnte es sein, dass ihr es nicht genehmigt. Aber das hoffe ich jetzt einfach mal bei euch nicht. Dann habe ich es eben schon mal angekündigt, zu überlegen, hey, gründe ich freiberuflich, gründe ich ein Gewerbe, auch das vorher abzuchecken, okay, was trifft auf meine Wunschvorstellung irgendwie zu, ne? Also was muss ich wirklich irgendwie beachten? Es gibt eine Liste von freiberuflichen Tätigkeiten. Wenn ihr unsicher seid, einfach beim Finanzamt anrufen, also bei eurem Finanzamt anrufen und das abklären, unter was ihr zählt. Gibt es manchmal so schwammige Begrifflichkeiten, aber sobald das Finanzamt euch bestätigt, dass ihr freiberuflich tätig sein könnt, ist es auch genauso und dann könnt ihr das machen.
Was dann kommt, ist natürlich zu beachten, so steuerlich und rechtlich, ne? Also dürft bitte nicht vergessen, dass wenn ihr im Nebenberuf sehr viel Umsatz macht, sehr viel Gewinn macht, also ich spreche jetzt mal bewusst von Gewinn und nicht von Umsatz, denkt bitte daran, dass ihr das bitte auch versteuern müsst. Also das wird zu eurem Einkommen, was ihr im Angestelltenverhältnis habt, dazugezählt. Es gibt hier keine große Freigrenze, also der Gewinn von 410 Euro kann man jetzt auch mal hinten überfallen lassen, aber alles, was darüber hinausgeht, müsst ihr versteuern. Gleiches ist halt, wenn ihr tatsächlich mehr als 22.000 Euro Umsatz macht, dran zu denken, hey, jetzt bin ich umsatzsteuerpflichtig, auch das zu beachten. Sind so ein paar Dinge, wo ich immer sage, muss man drauf achten. Ja, manches ist so ein bisschen sperrig, man muss sich drum kümmern. Gleiches wie Krankenversicherung, auch müsst ihr darüber informieren, dass ihr jetzt auch noch eine nebenberufliche Tätigkeit habt. In den meisten Fällen, wenn die Stunden nicht so hoch sind und wenn auch tatsächlich das Einkommen nicht euer Einkommen vom Vollzeitangestelltenverhältnis übersteigt, ist das gar kein Problem und die Krankenkasse ist völlig fein damit. Sieht anders aus, wenn ihr auf einmal irgendwie Teilzeit angestellt seid und ihr verbringt viel mehr Stunden in eurer Selbstständigkeit und erzielt damit auch viel mehr Einkommen. Dann muss die Krankenkasse das wissen und dann wird die Krankenkasse auch die Beiträge anpassen. Da bitte kein böses Erwachen haben, sondern das wirklich direkt mit den verschiedenen Behörden immer abklären, damit ihr da irgendwie ja nicht hinterher auf die Nase fallt. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, habe ich eben auch schon gesagt, ne, Blick auf die Bedürfnisse zu haben, wenn das irgendwie alles abgeklärt ist. Ihr habt eine mega coole Idee. Und Matze und ich sagen immer, Fokus auf die ersten 1.000 Euro. Und dann darfst du, lieber Matze, dein Lieblingssatz danach gerne ergänzen, was nach den 1.000 Euro passiert. Lass uns erstmal bei den 1.000 Euro bleiben, weil ich Okay. glaube, das macht einfach echt Sinn, darüber mal zu sprechen, und hoffentlich ist das auch für die Leute hilfreich, die schon ein bisschen länger dabei sind. Was meinst du genau mit den 1.000 Euro und warum sind die so wichtig? Naja, ich sage jetzt immer gerade so, auch wenn ich jetzt hier lese, irgendwie Startschwierigkeiten, ne, und tatsächlich auch die ersten Kunden zu gewinnen. Also ich meine, es liegt an euch, euer Produkt, eure Dienstleistung, also euer Angebot auf dem Markt zu platzieren und tatsächlich zu sagen, okay, pass auf, also die ersten 1.000 sind meistens auch die schwierigsten. In Anführungszeichen, es kommt mal darauf an, in was für einem Gewerk man ist. Ganz häufig ist es natürlich auch so, dass vielleicht Freunde und Familie schon mal irgendwie gerne dann eure Leistung oder euer Angebot in Anspruch nehmen. Aber nichtsdestotrotz, die ersten 1.000 Euro, die ihr verdient, dann passiert schon mal was, ne? Dann wisst ihr, okay, ihr habt euch schon mal am Markt platziert. Und es ist einfach so, dass die ersten 1.000 Euro, ich sage immer von Menschen, die man nicht wirklich gut kennt, sind die schwierigsten zu bekommen und auch diese Kunden, also eure Zielgruppe zu erreichen und die wirklich sagen, ich bin jetzt gewillt, für dieses Angebot Geld zu bezahlen. Ja, das ist das, was ihr wirklich fokussieren müsst, um zu schauen, ne, wo ist meine Zielgruppe, wo finde ich diese Zielgruppe, wie erfährt meine Zielgruppe von meinem Angebot, ja, wie formuliere ich dann quasi noch mein Angebot, dass die Zielgruppe oder eure potenziellen Kunden wirklich sagen wollen, okay, das spricht mich jetzt an, dafür möchte ich wirklich Geld ausgeben. Und wenn ihr das geschafft habt, dann geht es natürlich Step by Step weiter. Diese Menschen erzählen wieder von euch, empfehlen euch weiter, daraus generiert ihr wieder weiteren Umsatz und ihr fangt langsam an, den Markt ein bisschen mehr in Anspruch zu nehmen. Deswegen ist für mich immer so die erste 1.000 Euro so das Wichtigste. Und danach geht es weiter. Aber lieber Matze, du darfst gerne ergänzen, wenn ich bei den ersten 1.000 Euro noch was Wichtiges vergessen habe. Nee, das finde ich total hilfreich, und vielleicht können wir gleich mal zwei, drei Anekdoten erzählen von Leuten, die wir kennen, die das einfach gut gemacht haben. Aber vorher vielleicht noch als Add-on, was ich sehe, ist, dass viele, mit denen ich spreche, gehen zu breit an den Markt. Ja? Und was ich damit meine, ist, wenn ich jetzt Unternehmensberater bin, dann, also ich nehme mal Unternehmensberater, weil es wirklich so schön breit ist und weil es viele Leute machen. Ist, dann sehe ich es häufig so, sie versuchen einfach, sich als Unternehmensberater zu platzieren. Und das funktioniert halt meistens gar nicht, weil Unternehmensberatung ist alles und auch gar nichts, sondern es geht dann halt wirklich darum, okay, für wen spezifisch habe ich jetzt eigentlich, bringe ich wirklich Mehrwert? Wer ist meine ideale Kundin oder mein idealer Kunde? Und da kann man gerne sehr, sehr, sehr nischig sein, weil für euch macht es halt schon, also wenn ihr fünf Unternehmensberater oder Unternehmensberaterin seid und ihr gewinnt fünf Kunden oder Kunden, dann ist das für euch ja wahrscheinlich schon, habt ihr wahrscheinlich schon richtig gut zu tun und macht auch schon richtig ordentlich Umsatz. Und das heißt,
Es geht hier am Anfang um kleine Zahlen, wenn wir im Nebenerwerb sprechen, dann sowieso. Und man kann von da aus dann immer weiter ausbauen. Das, was ich häufig als Fehler sehe, ist, dass die Leute zu breit gehen und sagen so, okay, ich versuche eigentlich den ganzen Markt anzugehen und dann bricht man aber mit der Message nicht durch und man weiß auch nicht, welche Kundin oder Kunden man wirklich angehen soll. Und jedes Mal, wenn ich das dann, wenn wir dieses Gedankenexperiment dann zusammen machen, dann setzt sich bei den Leuten auch viel mehr frei, weil die Ideen und der Plan nach vorne viel einfacher wird. Ja, weil es viel klarer ist, okay, ich mache jetzt Unternehmensberatung für eine ganz kleine Nische, dann wird der Plan nach vorne auch, der fällt quasi aus der Tüte. Hast du vielleicht eine gute Anekdote, die du mal erzählen kannst oder ein gutes Positivbeispiel, was dir einfällt, wie das funktionieren kann? Definitiv. Ich hab direkt zwei mitgebracht, weil tatsächlich erste Person hat tatsächlich eine Kosmetikmarke ins Leben gerufen, war in der Finanzbranche ganz lange tätig und sehr erfolgreich. Nein, noch ist sie es und hat tatsächlich angefangen, die Zeit zu nutzen, um erstmal zu recherchieren, um tatsächlich zu entwickeln, um die Produkte wirklich so final abzustimmen, um sie dann auf den Markt zu bringen. Was einfach quasi den Vorteil ihr hatte, weil sie hatte ihren normalen Job einfach noch, sie hatte weiterhin Geld und hatte trotzdem dann, ne, die Kapazitäten, diese Produkte wirklich ausgiebig zu testen und zu entwickeln. Und in dem Moment, wo sie auf den Markt gegangen ist und gemerkt hat, okay, hier ist meine Zielgruppe, ich bekomme hier den Absatz, den ich brauche, um tatsächlich gut davon leben zu können, in dem Moment hat sie gesagt, alles klar, und jetzt kann ich in meine Vollzeit-Selbstständigkeit starten. Ich kündige meinen Job und mache nur noch diese Kosmetikmarke. Das finde ich ein total schönes Beispiel, weil sie einfach die Zeit genutzt hat, um sich erstmal am Markt zu platzieren, plus einfach, um die Produkte wirklich so zu entwickeln, dass sie auch einfach auf dem Markt einen Platz finden und einfach eine Zielgruppe finden. Okay, cool. Und weißt du, wie hat die ihre ersten 1000 Euro verdient? Die hat sie mit ihren Produkten verdient, nachdem sie festgestellt hat, okay, ich kann jetzt auf dem Markt machen, hat ganz viel Social Media gemacht. Auch das ist es so. Sie hat eine mega spezielle Formel in ihren Produkten, plus sie hat dadurch auch eine spezielle Zielgruppe. Also hier ist es wirklich altersmäßig sehr eingegrenzt, der dafür zuständig ist. Plus Zielgruppe, es muss nachhaltig sein, es muss in Deutschland produziert sein und ähnliches. Also auch nicht, so wie du es eben gesagt hast, so ein Bauchladen für, hey, alle, die sich Creme ins Gesicht schmieren, können das gerne kaufen, sondern hier wirklich schon sehr spitz formuliert, okay, genau, hier ganz spitz formuliert, für die und die Person ist es wirklich was. Und damit hat sie ihre Zielgruppe auch gefunden und damit funktioniert das. Und wie du gerade eben gesagt hast, ne, ich kenne auch die Beispiele, die gesagt haben, hey, ich habe hier eine Creme und die ist für jeden was. Fühlt sich niemand angesprochen, dass die Creme halt wirklich für einen persönlich wirklich ist und das ist egal, ob es eine Creme ist, ob es eine Dienstleistung ist. Ich muss mich halt angesprochen fühlen, dass das Angebot wirklich für mich ist. Und natürlich verstehe ich, dass man ganz häufig sagt, naja, aber Hauptsache, ich muss erstmal irgendwie ein bisschen Geld verdienen. Ja, aber dann kommuniziere das nicht nach außen, stell dich ganz spitz auf. Und wenn vielleicht jemand kommt, der nicht hundertprozentig zu deiner Zielgruppe zählt, aber gern das Angebot in Anspruch nehmen möchte, das heißt ja nicht, dass man den wegschicken muss. Man könnte ihn ja trotzdem beraten, aber zeige das nicht nach außen, sondern zeige nur das nach außen für das, was du gesehen werden möchtest und was einfach für deine Zielgruppe ist. Und das hat sie ganz klar getan und deswegen funktioniert es. Und Gleiches habe ich bei einer Coachin, einer Wirtschaftspsychologin, die sich als Coach selbstständig gemacht hat, erst im Nebenerwerb, hat versucht, dann einen Kundenstamm aufzubauen und hat auch tatsächlich in der Zeit erst gelernt, okay, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Wer sind denn wirklich meine Kunden? Und wir hatten ganz am Anfang, haben wir eine Zielgruppe erarbeitet. Wir wussten ganz genau, das sind die und die. Und diese Gruppe ist es gar nicht. Und im Laufe der Zeit hat sich einfach festgestellt, okay, die und die sind es gar nicht, sondern der Fokus läuft doch in eine andere Richtung. Dann haben wir es damit versucht, auch da irgendwie Geschäftsmodelle flexibel halten, weil man merkt, irgendwas anderes funktioniert viel, viel, viel besser oder eine andere Zielgruppe springt viel schneller drauf ein. Dann bitte nicht verkopft sein und sagen, nee, ich möchte aber nur die, sondern da auch flexibel drauf zu reagieren. Das hat sie gemacht und sie hat sich jetzt im Februar diesen Jahres Vollzeit selbstständig gemacht.
mittlerweile ihren Umsatz, den sie im Jahr machen wollte, irgendwie im August schon erreicht, aber einfach nur, weil sie genau die richtigen Kunden angesprochen hat, weil sie sich anständig platziert hat und weil sie gefunden wurde. Und ganz wichtig, weil es einfach ein Bedürfnis genau dort gibt, ne? Also das ist das, was ich halt immer wieder nochmal sagen muss. Bitte klärt vorher das Bedürfnis. Mega, total inspirierende und mutmachende Geschichten. Cool. Ich Du hast habe sicherlich auch auch eine. ja, ich habe auch noch, ich habe auch noch, ich habe auch noch zwei. Einmal auch eine Coachin, die eigentlich aus einer Journalistin kommt. Und die hat sich aber auch, und die Geschichte erzähle ich, weil es eben auch um diese 1000 Euro so geht. Die hat angefangen, Coaching zu machen. Leute, die ihren Doktortitel gerade machen, angefangen zu coachen. Ja, weil da im Wissenschaftsbereich gibt es ganz wenig Coaching-Angebote und das hat sie gesehen. Und die ist jetzt überall in den Unis verankert, weil sie hat die erste Uni für sich gewonnen, hat total positive Erfahrungen hervorgerufen und sofort in diesem Netzwerk der Unis hat sich das rumgesprochen, dass sie da einen guten Job macht und dann hat sie relativ schnell mehrere Unis gewonnen und das hat ihr die Sicherheit dann gegeben, dass da wahrscheinlich noch ein paar mehr kommen und dann ist sie auch Vollzeit eingestiegen. Also auch hier total spitz gewesen in der Zielgruppe und von da aus weitergewachsen. Und dann die zweite Geschichte, die ist auch echt cool, ist ein Mann, der sich zum Ziel gesetzt hatte, schon irgendwann so zwischen 30 und 40 sich mal selbstständig zu machen, weil er immer einen Traum hatte, selbstständig zu arbeiten. Mit 43 hat er sich dann selbstständig gemacht und zwar hatte der gesehen, die haben Apfelbäume im Garten und er wollte gerne seinen eigenen Apfelsaft machen und er hat festgestellt, dass in seiner Region gibt es keine Mostanlage, wo er den Apfelsaft pressen konnte. Und dann hat er sich eine mobile Mostanlage gekauft, ja, also auch relativ überschaubares Investment und hat das dann bei denen da in der Region angeboten, Äpfel zu mosten. Und auch da, das Bedürfnis war riesig, ja, kannst dir vorstellen, alle haben Äpfel im Garten und wissen nicht so richtig, was sie damit anfangen sollen. Die sind dann vorbeigekommen mit ihren Äpfeln, konnten ihren fertig abgefüllten Apfelsaft mit nach Hause nehmen. So, und der hat gesagt, okay, total cool. Es gibt in dieser, gibt noch, also ich kann das noch in mehrere Regionen ausdehnen. Hat er dann quasi auch seinen Vollzeitjob gekündigt und hat das dann ausgeweitet auf mehrere Regionen, wo er jetzt unterwegs ist und war immer total offen für neue Opportunitäten. Da ist mal eine Frau bei ihm vorbeigefahren und hat gesagt: So, hier, total coole Idee, aber ich habe gar keine Äpfel. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich hätte trotzdem gerne Apfelsaft. Er meinte so: Warte. Komm morgen wieder vorbei, morgen habe ich Apfelsaft für dich. Und dann hat er, die haben zu Hause auch ganz viele Äpfel, hat er sich nachts hingestellt und hat dann zu Hause bei denen nochmal aufgebaut und hat die Mostanlage nochmal angeschmissen und hat seinen eigenen Apfelsaft gemacht. Gleich ein eigenes Label. Und seitdem haben die natürlich bei jedem Verkauf oder bei jedes Mal Mosten verkaufen ihren eigenen Apfelsaft gleich mit. Ja? Dann hat er festgestellt, okay, die ganzen Apfelwirte aus der Gegend, die schaffen es nicht, ihre ganzen Äpfel über das Jahr zu verkaufen. Und bei mir ist das Problem, das ist ja so, keine Ahnung, von Juli, August, September, dann ist es vielleicht Oktober noch, dann ist die Saison vorbei. Jetzt macht das so, dass die Apfelwirte, die kühlen die Äpfel noch Dezember, Januar und er fährt im Dezember, Januar da bei denen vorbei und mostet dann noch Apfelsaft für die. Ja. Und so entwickelt er dieses Geschäft die ganze Zeit, ganz klein angefangen, eine Mosteinlage und ist immer quasi in diesem Mindset von, oh, was könnte ich denn noch machen? Was fühlt sich leicht an? Ja, und macht so immer weiter. Und mittlerweile arbeitet seine Frau im Nebenerwerb, also er ist Vollzeit, seine Frau arbeitet im Nebenerwerb mit, die Schwiegereltern arbeiten mit, die Kinder helfen mit aus. Ja, und er hat schon Ideen, wie er jetzt quasi die Saisonalität in dem, wo er nicht mosten kann, abfangen kann mit neuen Produkten und baut das Ding einfach auf. Und einfach so eine auch inspirierende Geschichte, wo ich denke, so, wie cool bitte. Definitiv. Und da sieht man auch, ne, klein angefangen und Step by Step sich langsam entwickelt und nicht direkt schon den Gedanken gehabt, hey, ich mache hier so einen riesen Teil auf und sondern ich mache das wirklich Step by Step. Man sagt ja auch, gesund wachsen hat auch so seine Vorteile und nicht direkt schnell und verkaufen und ähnliches. Also von daher sehe ich Genau, auch nebenberuflich häufig ohne Fernsehen. Bankkredit, ne, ohne irgendwelche externen Abhängigkeiten, sondern man macht das Ding einfach in der Geschwindigkeit, die man selber gut handeln kann.
Und baut es aber und kann davon aber im Idealfall dann auch wirklich gut leben und auch ein Unternehmen aufbauen, so groß, wie man es denn dann halt auch gerade haben möchte. Ja. Genau, was ich immer noch höre, ist ja vielleicht letztes Thema noch, ist, dass ich das, also auch so zum Thema Status, ja, dass die Leute unambitioniert sind, weil es ja quasi im Nebenerwerb ist, ja. Was glaubst du, wie weit kann das denn gehen? Ja, also wie weit kann das Unternehmen gehen oder was kann uns vielleicht auch in Zukunft noch helfen, noch produktiver zu werden? Du meinst, inwieweit kann, also tatsächlich, inwieweit diese negativen Auswirkungen kommen oder wie weit ich als Unternehmen Nee, dann geben als kann, um jetzt. Unternehmer, als wie weit kann ich denn als Neben im Nebenerwerb, wie weit kann ich denn eigentlich kommen? Also es kommt immer darauf an, wie viel du halt selber machst, ne? Also tatsächlich, wenn du, sag ich immer nur, Arbeit gegen Geld oder dein persönlicher Einsatz gegen Geld machst, dann natürlich einfach nur so viel, wie du Zeit hast. Und da bitte, wie ich eben meinte, du sollst auch zwischendurch schlafen. Ist natürlich so, dass es ganz viele mittlerweile Produkte oder Tools gibt, die du einfach auch tatsächlich zur Unterstützung nutzen kannst. Du kannst vielleicht auch Sachen automatisieren. Ich sag mal, wenn du Produkte herstellst und verkaufst, dann kannst du das ja im Prinzip so weit skalieren, dass es natürlich immer weiter wächst im Nebenberuf. Wie gesagt, bitte steuerlich und sozialversicherungsmäßig alles im Blick haben, aber so sehr, wie es deine Zeit natürlich zulässt. Und da ist es für mich auch tatsächlich so, wenn du Leute einstellst, du kannst natürlich auch im Nebenberuf Leute einstellen. Ne? Das ist jetzt auch nicht das Problem, das zu machen und zu sagen, okay, trotzdem arbeite ich nur ein paar Stunden hier für dieses Unternehmen. Ist die Frage, was du für einen Vollzeitjob hast, dass sich das genau in dieser Konstellation lohnt, dass du da einfach nur ein paar Stunden arbeitest. Aber gerade so in dieser Selbstständigkeit und sowas, da ist es, finde ich, es total spannend zu schauen, was es für Tools gibt, die dich bei der Arbeit einfach unterstützen, sodass du einfach mehr Arbeit schaffst und dadurch natürlich noch mehr Umsatz generierst. Was das für Tools sind, da bin ich jetzt aber, glaube ich, mehr nicht so die Expertin. Das spiele ich total gerne an dich zurück, was es da zur Unterstützung gibt. Aber das ist für mich ganz klar ein Punkt, den man beachten sollte. Ja, ich kann einem nur beipflichten, was ich nämlich auch glaube. Es ist so, ehrlich gesagt, überhaupt schon im Nebenerwerb zu starten, bedeutet ja schon eine Ambition an sich, ja, dass man das nochmal zusätzlich auf sich nimmt. Wie du vorhin ja schon gesagt hast, es ist ja häufig einfach diese Doppelbelastung, die man dann einhergeht und es dann aber auch zum Wachstum eben auch bringen kann. Und das, was wir sehen, und das macht mich halt auch total euphorisch für die nächsten Jahre ist, dass vor allen Dingen durch die ganzen Tools, die im AI-Bereich gerade entwickelt werden, da profitieren die Selbstständigen schon jetzt massiv davon. Wir haben gerade heute Morgen ein Webinar gehalten zum Thema ChatGPT für Selbstständige, wie man das nutzen kann. Wird auch auf unseren Kanälen veröffentlicht, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Und ja, ich brauche mal Ideen oder ich brauche Unterstützung meinem Businessplan. Ich brauche Ideen für eine Social Media Kampagne. Aber auch, ich habe jetzt schon drei Kunden. Was kann ich denn noch mehr mit denen machen? Ja, oder woran könnten die ja noch interessiert sein? Kann ChatGPT oder andere AI-Tools können da massiv unterstützen und helfen. Und wir bei Jimdo bauen das recht, richtig tief auch ein, weil wir sehen, wie viel die Technologie den Selbstständigen heute schon abnehmen kann. Insofern glaube ich wirklich, dass wir, also es gibt jetzt ja schon Selbstständige, die über 1 Million Euro Umsatz machen. Ich glaube, die Grenze wird sehr deutlich nach oben weiter verschoben, weil der Grad an Automatisierung exponentiell steigt. Und das ist, glaube ich, was, wo ich mich richtig drüber freue, weil generell Selbstständiger eher nicht die besten Tools an der Hand hatten. Und das wird sich jetzt, glaube ich, sehr, sehr schnell umdrehen. Cool. Damit sind wir jetzt auch am Ende von dem Impulsteil und freuen uns über eure Fragen. Schreibt die gerne in den Chat und dann nehmen wir die auf. Und während ihr das macht, habe ich noch ein Slide für euch vorbereitet mit unseren Kontaktdaten, wie wir uns folgen könnt. Ihr wisst, dass ihr habt ja schon einen sehr guten Eindruck davon bekommen, was für eine Gründungsberatung Svenja macht. Die hält euch auf jeden Fall on track. Ich hoffe, das könnt ihr sehen.
Mein QR-Code ist relativ, relativ Genau, dicht besiedelt, aber ihr habt, dass ich irgendwie alle Kontaktdaten von mir, die es gibt, sind quasi in könnt ihr diesem einfach. QR-Code. Die dürft ihr alle gerne benutzen, inklusive Handynummer, ähnlichem. Und deswegen sieht der so voll aus. Ja, ich bin mal gespannt. Okay, habt ihr Tipps, wie man sich regional und etwas darüber hinaus bekannt machen kann, kostengünstig? Kannst du ganz kurz, Hanna, kannst du ganz kurz sagen, was du machst? Svenja, Ansonsten. vielleicht generell was du zu lokal sagen kannst, wenn Ja. man lokal tätig ist. Definitiv, also ganz, ganz, ganz wichtig, Netzwerken bedeutet, schau mal, was bei dir regional an. Also von IHK, HW, also von den ganzen Kammern plus Wirtschaftsförderung plus freie Netzwerke, was es dort angeboten gibt. Gibt es eigentlich in jeder Stadt, in jeder Gemeinde gibt es enorm viel, dich dort tatsächlich wirklich blicken zu lassen. Weil ein Gesicht dazu zu haben, zu dem, was du anbietest, ist unglaublich wichtig. Dann bleibst du auch in Erinnerung. Und die Leute, die vor Ort sind, die streuen das ja quasi für dich auch nochmal, ne? Auch die werden irgendwie angesprochen, und werden vielleicht gefragt, kannst du jemanden empfehlen? Und wenn du denen dann quasi auch im Gedächtnis bleibst, ist das was, was für mich Nummer eins ist. Also tatsächlich, so habe ich auch angefangen. Ich war auch wirklich auf jeder Veranstaltung, die es gab. Mache ich auch heute noch, auf ganz viele Veranstaltungen gehen, um Leute kennenzulernen. Und du bleibst einfach viel mehr in Erinnerung hinaus. Das Digitale, klar, ne? Bitte bei Google zu finden sein, ganz, ganz, ganz wichtig, Google Business Account anzulegen und auch dort einzustellen, dass du lokal gerne zu finden bist, deine ganzen Kontaktdaten da sind. Das ist für mich das. Das Fundament, das muss auf jeden Fall stattfinden, aber du selbst solltest, würde ich dir echt empfehlen, ganz, ganz, ganz viel zu netzwerken. Kann ich auch nur unterstreichen, weil das, was ihr als Selbstständige und kleine Unternehmer und kleine Unternehmer mitbringt, ist das Persönliche. Das hilft total. Und hier war es sogar noch, sie hat noch, oder Hanna hat noch geschrieben, dass sie Unternehmen unterstützt, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Kannst du da noch was dazu sagen, wie du das Thema angehen würdest? Also hier würde ich natürlich gucken, okay, was gibt es denn für Kooperationspartner? Also wer ist quasi mit den gleichen Zielen vertraut wie du, ne? Also wer kümmert sich auch um Nachhaltigkeit? Und da spreche ich jetzt von A bis Z, ne? Also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus wie du wahrscheinlich in diesem Thema, aber zu schauen, was gibt es da für weitere Player und sich auch mit diesen zu vernetzen und zu sagen, hey, gerade dieses Thema finde ich mega spannend und auch vielleicht mal zu überlegen, wenn du da jetzt kein passendes Netzwerk für dieses Thema findest, ob du nicht selber einfach mal so einen Abend ins Leben rufst. Ne? Guck, ob es ein Restaurant gibt, miete irgendwie einen Tisch für 10, 12 Personen, die kriegst du auf jeden Fall zusammen und dann streust du das überall. Du bist der Host dieses Abends, hast vielleicht ein kleines Thema vorbereitet, das genau diese Ziele irgendwie aufbereitet, was du anbietest. Ihr kommt ins Gespräch, hat den Vorteil, die Leute, die nicht kommen können, kennen dich trotzdem. Plus, du kannst halt direkt dich mit weiteren Kooperationspartnern vernetzen. Wäre für mich so der erste Impuls, den ich jetzt bei so einem Thema hätte. Ja, mega cool. Die Idee ist super geil. Vor allen Dingen, weil du dich dann ja gleich als Expertin da positionierst und auch quasi also die Tür öffnest. Finde ich super. Dann nächste Frage. Ab wann ist es sinnvoll, sich eine Unternehmensberaterin zu holen? Was können sie leisten? Was nicht? Und mit wie viel Kosten muss man da rechnen? Okay, also die erste Frage ist natürlich, ist es eine Unternehmensberaterin oder ist es eine Gründungsberaterin? An welchem Punkt stehst du? Also wie lange geht das oder wie lange hast du das Unternehmen schon? Wie lange ist es her, dass du gegründet hast? Sind es Probleme, die du, also was sind gerade die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, die du hast? Das sind die ersten Punkte, die du auf jeden Fall ganz klar für dich definiert haben musst. Also was brauche ich eigentlich gerade? Was soll der Unternehmensberater, die Unternehmensberaterin leisten? Ja, das musst du im Endeffekt tatsächlich irgendwie betiteln können. Also, wo ist dein größter Schmerzpunkt in Anführungszeichen? Auch das ist das, was zum Beispiel Matze eben gesagt hat. Also, ich meine, ich bin jetzt selber Unternehmensberaterin, da zu schauen, okay, wer ist denn wirklich die Person, mit der ich gern zusammen haben will und was leistet sie? Und das sollte im besten Fall auf der Webseite stehen, was sie leisten und was nicht. Und danach tatsächlich irgendwie Erstgespräche führen. Und an deiner Stelle würde ich auch nicht nur mit einer Person sprechen, sondern mit zwei, drei,
Ich finde es mega wichtig, dass du direkt ein Vertrauen hast, dass die Person dir nicht nur sympathisch ist, sondern dass du auch wirklich sicher bist oder zumindest das Gefühl hast, hey, die Person kann mir weiterhelfen und will mir nicht irgendwas verkaufen. Ich habe es bisher so häufig erlebt, dass ich dann selbst in Unternehmen gehe und dann erzählen mir Menschen, was Unternehmensberater vorher gemacht haben. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich gehe in einen Zwei-Mann-Betrieb und sehe, dass dort die vorherige Unternehmensberatung ihm ein Office-Paket mit 8 Nutzern angelegt hat und dafür, ich glaube, 6.000 Euro verlangt hat, wo ich mir denke, ey, so what? Also dieser Mensch wusste nicht, dass es nicht für ihn gut ist, aber das gibt es halt da draußen, so muss ich es einfach mal ganz klar sagen. Deswegen mit 3 Leuten sprechen, wirklich einmal deine Ziele festzulegen, zu sagen, was ist das, wo du wirklich hin möchtest. Und zu den Kosten kann ich dir sagen, also ich bin selber zertifizierte Gründungs- und Unternehmensberaterin, bedeutet, meine Leistungen werden zum Beispiel gefördert. Deutschlandweit die Unternehmensberatung, in NRW gibt es so ein spezielles Gründungsprogramm, was man machen kann. Also auch darauf zu achten, dass es vielleicht zertifizierte Berater sind, weil die müssen so ein paar Prüfungen abgeben. Da gibt es Grundvoraussetzungen, die man haben muss, um dort gelistet zu sein. Dann bist du zumindest schon mal, sag ich mal, so halbwegs auf der sicheren Seite. Auch da gibt es wahrscheinlich welche, die da irgendwie durchs Raster fallen. Aber dass du da vielleicht nicht einfach an irgendjemand rätst, weil Unternehmensberatung ist kein geschützter Beruf, kann sich jeder nennen und hast du vielleicht so ein bisschen Sicherheit. Falls Ich du würde das da gerne willst, noch, ja, ja. ich würde da gern noch anfügen, eine Sache, die wirklich wichtig ist, die die meisten Leute nicht machen, ist mit vorherigen Kundinnen oder Kunden sprechen. Denn wenn du mit denen sprichst, ja, und die sagen so, boah, jetzt vor allem im Gründungsbereich, ich habe das echt gehört, ja, von einigen, die dann gesagt und auch einigen ehemaligen Kundinnen von Svenja gesagt, ja, ohne Svenja wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin, ja. Ich meine, das ist einfach, da merkst du, dass die Leute, die Kunden für Svenja so wichtig waren, dass sie die letzte Meile gegangen ist, ja. Und wenn sie das nicht sagen, dann weißt du es halt dann. Oder dann weißt du auch, wo es bei denen gehapert hat, ja. Und das ist, also Referenzen einholen, würde ich da immer noch empfehlen, vor allen Dingen, weil es eben so eine Vertrauenssache ist. Definitiv, definitiv. Aber wenn du da irgendwie sonst Fragen hast, wie gesagt, mein QR-Code war irgendwie da, schreib mir auch gerne Mail. Wenn du auch irgendwo in Deutschland, ich weiß nicht, wo du wohnst, ne, wenn du da jemanden brauchst, ich auch habe, ne, irgendwie auch noch Kollegen oder was, die ich auch vielleicht weiterempfehlen kann. Also scheue dich nicht, mich direkt anzusprechen oder anzuschreiben. Ich helfe dir da total gerne weiter. Genau, ich blende gleich nochmal den QR-Code wieder ein. Wir haben die nächste Frage. Gibt es einen umfassenden Leitfaden über die ersten Schritte zur Gründung, Steuern, Versicherung, IHK etc.? Michael, ja, also pass auf, du gehst auf www.whoin.de. Es ist eine Plattform, da steht drauf, dass sie für Gründerin ist, aber auch Männer sind herzlich willkommen. Da kannst du dich kostenfrei wirklich registrieren und dort gibt es eine Checkliste, die du abarbeiten kannst, wo wirklich Punkt für Punkt ganz genau geschrieben wird, wie du einfach vorgehst. Du hast auch da tatsächlich die Möglichkeit, Matching-Partner zu finden. Also es bedeutet, wenn du eine Ansprechperson irgendwo brauchst von IHK oder ähnlichem, kannst du die dort auch finden. Fühl dich bitte nicht irgendwie ausgeladen, nur weil da drauf steht, dass es für Frauen ist. Auch Männer dürfen sich registrieren. Und heißt auch, ich schreibe es mal kurz hier in den Chat mit rein, heißt aber auch für dich, auch wenn du irgendwie sonst eine Frage hast, darfst du dich auch gerne bei mir melden. Also es geht hier für jeden. Wenn ihr irgendwie eine Frage habt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich helfe euch da sehr gerne weiter. Cool. Ah, da war noch eine andere Frage, auch unter dem Q-Byte. Wie heißt der Link von Svenja? Sehr gut, das stößt auf große Resonanz. Perfekt. Wir haben aber Okay. eine Frage haben wir übersehen von Hanna. Hanna hat nämlich noch gefragt, und wie bewerbe ich so einen Ah, Abend? top. Sorry, ja. Es ging noch mal um den Abend für die Nachhaltigkeitsberatung. Genau. Hast du einen Tipp? Ja, auf jeden Fall. Mehrere. Also Social Media ist natürlich der eine. Der andere ist, ich würde mir absolut die Firmen aus der Umgebung raussuchen, die du für relevant hältst. Da würde ich mir auch versuchen, die richtigen Ansprechpartner rauszusuchen, ob ich die finde. Und dann würde ich die auch gezielt angehen. Und hier ist mein Tipp. Also, wir haben uns selbstständig gemacht, oder ich hab mich direkt aus der Uni selbstständig gemacht, hatte also von nichts eine Ahnung.
und musste mir die ganzen Sachen selber beibringen. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn ich die Leute ganz spezifisch angesprochen habe, warum ich mir wünschen würde, mit dieser einen Person zu sprechen und warum ich auch glaube, dass es Sinn macht, dass wir mal zusammen sprechen, dann antworten die Leute meistens auch. Also natürlich nicht immer, ja, ist ja klar. Aber um euch mal ein Beispiel zu geben, ich habe mal von jemandem, wir wollten mit Jimdo einfach stärker in die Marke investieren. Und natürlich finde ich, wie alle anderen Menschen auf dieser Welt auch, Apple eine total coole Marke. Und ich habe vor allen Dingen von einem Typen, konnte ich mitverfolgen, so einfach per Social Media, was der bei Apple gemacht hat. Und den habe ich per LinkedIn angeschrieben und gesagt, so, pass auf, die Sachen und die Sachen habe ich ganz spezifisch drauf bezogen, was ich von ihm cool fand. Finde ich total geil. Wir haben gerade folgende Frage, kann ich dazu mal eine halbe Stunde mit dir telefonieren? Und der hat natürlich ja gesagt, weil ihm klar war, dass ich Zeit investiert habe in meine Hausaufgaben und wirklich ganz konkret eine Frage habe, womit er mir helfen kann. Und da frage ich jetzt um Hilfe, aber das funktioniert bei der Akquise genauso. Ja, also umso relevanter du deine Nachricht machst und da, warum das für die vielleicht auch hilfreich sein kann oder auch offen zu sagen, pass auf, ich möchte einfach gerne das Thema Nachhaltigkeit in meiner Region stärker etablieren. Deshalb fange ich an, jetzt einen Stammtisch zu machen. Kannst du dich auch mit anderen Leuten vernetzen? Nicht nur, also, ne, die, um auch zu lernen, wie die das machen. Kannst du, glaube ich, also solche Sachen funktionieren, glaube ich, relativ gut. Eine dritte Idee, und sorry, jetzt bin ich im Brainstorming-Mode, ist, wenn du irgendjemanden, wenn einen Vortrag zu machen gleich, ja, und einen Vortrag an dem Abend, wo du weißt, dass das die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, dass die gerade Fragen dazu haben, ja, also wie kann ich denen eigentlich Wert geben, wie kann ich den Wert schenken, ja, einfach als Einladung, das könnte auch funktionieren. Definitiv. Und gleichzeitig irgendwie auch nochmal wirklich öffentliche, also gerade bei dem Thema, ne, würde ich tatsächlich echt im Rathaus, Wirtschaftsförderung, Kammern, denen würde ich erzählen, dass es so Stimmt. einen Abend gibt und dass sie einfach mal sowas veröffentlichen. Das machen die auf der Website, das machen die vielleicht im Rathaus mit Flyern, wenn sie noch nicht so digital unterwegs sind. Aber mit so einem Thema triffst du auf jeden Fall auf offene Ohren. Da einfach direkt hingehen, eine E-Mail hinschreiben, Ansprechpartner raussuchen, wie der Matze eben gesagt hat, das platzieren. Die werden auf jeden Fall dich unterstützen, diesen Abend publik zu machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, mega. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hast du sogar Glück bei der Zeitung. Ja. Also einfach probieren. Hast ja nichts zu verlieren. Das ist das Coole daran. Eben. Cool. Dann, es gibt keine weiteren Fragen mehr, aber ihr habt ja unsere Kontaktdaten. Ihr könnt uns jederzeit gerne ansprechen. Wir helfen, wie ihr gemerkt habt, einfach auch daraus, dass wir versuchen, euch wirklich weiterzuhelfen, auch wenn es uns nicht direkt selber betrifft. Svenja, dir ganz herzlichen Dank. Das war echt sehr, sehr hilfreich und auch für mich immer wieder spannend zu hören. Danke, dass du da all deine Erfahrungen geteilt hast. Mir hat super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für euch Teilnehmerinnen und Teilnehmern war es hilfreich und hoffentlich bleiben wir in Kontakt. Bis bald. Ich danke euch auch und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und Matze, dir auch lieben Dank und ich sage bis bald. Ciao, ciao. Ciao.